Tja, bei uns gibt es jetzt alles für den Sommer, denn es soll ja nochmal richtig heiß werden. Der Sommer hat jetzt ein paar Tage pausiert und jetzt wird es ordentlich heiß. Das sag nicht ich, sondern die Medien. Da liest man das ja täglich auf wetter.de zum Beispiel. Und das möchten wir Ihnen ganz gerne mal zeigen. Hier sehen Sie es. Hitzeschwerpunkt im Osten. Der Hochsommer 2021 gibt sich jetzt ein Stelldich ein. Bis Mitte kommende Woche sind Spitzenwerte von 30 Grad und sogar etwas darüber drin. Ein Tief über Westeuropa schaufelt die warme bis heiße Luft aus südlichen Breiten direkt nach Deutschland. In Kombination mit der zunehmenden Schwüle steigt dementsprechend leider auch die Hitzebelastung. Ja, und uns Menschen belastet das sehr, auch Tiere natürlich. Aber wir müssen das ja nicht so einfach hinnehmen. Es gibt da ja tolle Möglichkeiten, wie wir den Sommer genießen können, stimmt's? Ja, eine schöne kühle Brise ist dazwischendurch sicherlich mal eine richtig angenehme Erfrischung. Gerade dann, wenn die Temperaturen vielleicht noch nicht so auf über 30, auf 32, 35 Grad steigen. Da hilft Ihnen nur noch ein Verdunstungsluftkühler oder wenn es ganz hart kommt, dann mal eine Klimaanlage. Aber so eine schöne, kühle Brise eines Ventilators ist dann eine richtig angenehme Erfrischung. Und Sie sehen schon, wir haben da mal ein bisschen was vorbereitet. Den ein oder anderen Ventilator haben wir für Sie im Programm. Und gerade das Prinzip des Deckenventilators kennt man ja schon seit dem 17. Jahrhundert. 1700 irgendwas ist das Prinzip des Ventilators das erste Mal erfunden worden. Eigentlich für die Schiffsbesatzungen, um in den Zwischenräumen da ein bisschen frische Luft reinzuwählen. 1882, und das habe ich mir extra mal notiert, war es ein Herr, Philipp Diehl, der noch 1882 den ersten Deckenventilator erfunden hat. 1882, wow. Das war noch weit vor der Entdeckung quasi der ersten Maschinen und dergleichen. Mhm. So lange kennt man das Prinzip der Ventilatoren schon. Jetzt haben wir unterschiedlichste Modelle für Sie, fangen wir etwas kleiner und vor allen Dingen etwas mobiler an. Und das, was ich hier in der Hand halte, das ist ein Ventilator, zumindest ein Teil davon. Ich möchte Ihnen das aber zunächst einmal so zeigen, damit Sie mal sehen, wie unglaublich klein und mobil so ein Gerät einsetzbar ist. Das ist der eigentliche Motor. Wenn Sie den natürlich einschalten, und das passiert hier ganz einfach am passenden Kabel, Augenblick, ich mach den mal an, ja, passiert natürlich nicht allzu viel. Was Sie brauchen, sind Rotorblätter und die hat Diana hier schon für uns in der Hand. Ich darf sie dir mal ganz kurz... Naja, ist auch eine Idee. Darf ich Ihnen mal kurz zeigen? Sie nehmen nämlich diese Rotorblätter ganz einfach und stecken die hier vorne rein. Was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist klar, Sie können diesen Ventilator jederzeit mobil einsetzen. Der hat eine Halterung oben dran. Das heißt, hier können Sie jederzeit, also auch mal im Outdoor-Bereich, mal unter dem Sonnenschirm zum Beispiel oder ganz einfach auch mal im Campingbereich, im Vordachbereich oder jederzeit auch zu Hause, den Ventilator aufhängen. Und dann funktioniert er natürlich genauso, wie ein Ventilator funktionieren soll. Zack, eingeschaltet und schon bietet er Ihnen eine richtig angenehme Brise. Das Schöne ist bei diesem kleinen Ventilator, liebe Zuschauer, glauben Sie mir, meine Finger sind mir heilig, Sie können sich damit nicht verletzen. Achtung, pass mal auf. Zack. Ja, wollen Sie noch mal sehen? So, würde ich normalerweise niemals machen. Bei den anderen Geräten werde ich mir das auch tun, nicht verkneifen. Aber hier kann ich direkt, zack, mit der Hand reingehen, ohne dass mir irgendwas passiert. Sie sehen, alle fünf Finger sind noch dran. Und trotzdem gibt es eine angenehme, frische und kühle Brise. Schau mal hier, Diana. Und? Wow. Guck mal, was der kleine Kerl schon Gas gibt. Und so leise. Ja. Das ist das Schöne, man hört fast gar nichts. Ne? Auch zum Beispiel jetzt fürs Schlafzimmer, fürs Campingmobil, für den Campingwagen, ne? Wenn es dann richtig stickig heiß ist. Theoretisch auch für die Büroräume. Ich meine, für 7,59 €, da macht man ja alles richtig. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Was halten Sie davon? 7,59 €, ein toller Preis. Bestellnummer ist die NC1384 und die 569. Ein sehr beliebter Deckenventilator bei uns. Und das ist eben das Schöne. Du hast nicht viel Platz, ne? Selbst wenn du es irgendwo mit hinnehmen möchtest, nimmst die Flügelchen einfach ab, packst es in den Koffer, in die Tasche, egal wo, es nimmt keinen Platz weg. Ist super leise und 7,59 €. Ich glaube, das ist hier sehr gut investiertes Geld. Definitiv. 1384 und die 569 für unseren kleinen mobilen Deckenventilator. Und wir steigern uns jetzt so ein bisschen in der Größe und auch dementsprechend in der Leistung. Ne? Ja, und das ist natürlich klar. Ich sag mal, jetzt sind wir in einem richtigen ausgewachsenen Ventilatorenbereich, liebe Zuschauer. Sie kennen das. Natürlich ist ein Ventilator, der von der Seite kommt, auch mal ganz angenehm. Allerdings habe ich immer so das Gefühl, bei so einem klassischen Standventilator, der pustet die warme Luft eigentlich immer nur durch den Raum. Das heißt, der pustet sie einmal im Kreis rum. Das heißt, eine richtige Erfrischung bieten diese Gerätschaften nie so wirklich. Wenn die Brise von oben kommt, läuft sie so leicht konisch von schmal oben kommend, etwas breiter nach unten zu. Das heißt, man hat so das Gefühl, von oben kommt diese angenehme Brise. Das ist fast wie in der freien Natur. Und jetzt haben wir mal einen ausgewachsenen Deckenventilator für den Hausgebrauch. Wird natürlich auch ganz komfortabel jetzt hier einfach nur mit einem Häkchen an der Decke befestigt. Und hier sind wir natürlich dann doch schon mal etwas größer unterwegs. Der kleine hatte knapp 40 cm vom Durchmesser her. Der hier kommt auf 1,05 m Durchmesser. Das ist ein klassischer Deckenventilator, der schon ordentlich Gas gibt. Wir haben natürlich hier auch die passende Die
passende Einschaltmöglichkeit. Direkt am Kabel, ein schönes langes Kabel ist mit dran. Ich muss mal gucken, 2,80 Meter lang, wird ganz normal an der Steckdose angeschlossen. Und den kann man natürlich jetzt als vollwertigen Deckenventilator ohne weiteres heranziehen. Den mache ich auch mal gerade an, aber den muss ich dafür gut festhalten. Achtung bitte. So, gucken wir mal gerade. Drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Stufe 1, Stufe 2. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abhebe. Mit Stufe 3. Wie gesagt, da würde ich jetzt die Hand nicht dazwischen halten. Diana, vorsichtig bitte. Das ist schon ein richtiges Kaliber. Sie können das Ganze natürlich auch gerne timen, wenn Sie das möchten. Das heißt, Sie haben hier eine Timer-Funktion mit 1, 2, 8 oder 12 Stunden. Und das ganze Kerlchen wiegt knapp 1,4 Kilo. Sie sehen, ich kann ihn hier locker in der Hand halten. Ja, bitte, das machen Sie zu Hause nicht. Das ist jetzt nur mal ein Demonstrationsbeispiel. Weil mit über einem Meter Durchmesser ist das schon mal eine ganz ordentliche Ansage. Schauen Sie mal, was der für ein Wind macht. Das ist höchste schon Stufe. Ordentlich, ne? Aber hier sieht man das schon an den Haaren. Mhm. Und das ist eben was ganz, ganz Besonderes hier für kleines Geld, 36 Euro. Kannst du das auch nachrüsten? Man kennt das ja aus den Hotelanlagen, ne? Im Urlaub, die haben das ja auch, weil viele eben auch auf Klimaanlagen sehr empfindlich reagieren. Ich kenne das ja selbst. Also für mich ist ein Deckenventilator eine tolle Möglichkeit, um es mal auszuprobieren. Mhm. Das kennt man häufig aus Filmen, aus amerikanischen Filmen da, oder gerade auch aus den Bereichen, wo man eben dann doch häufiger mit Hitze, mit schwüler Hitze und dergleichen zu kämpfen hat. Da werden Deckenventilatoren sehr gerne eingesetzt, weil sie eine angenehme Möglichkeit bieten, einen kompletten Raum mit frischer Luft zu versorgen. Gerade bei dieser schwülwarmen Hitze, die wir in den letzten Wochen doch verstärkt hatten bei uns in Deutschland durch die hohe Feuchtigkeit. Dann kommt wieder die Sonne durch und das heißt, die Luft ist so richtig klebrig. Ist das eine schöne, angenehme Geschichte, um ganz einfach mal die warme Luft, die sich hier oben sammelt, ganz einfach hier im Raum zu verteilen. Die kühle Luft natürlich mit der warmen Luft zu vermischen. Aber auf das Thema kommen wir dann gleich auch noch mal zu sprechen. Sehr angenehme Raumkühlung und ich glaube, mit über einem Meter Durchmesser und drei Geschwindigkeitsstufen plus Timerfunktion ist man hier schon in einem Bereich angekommen, den man durchaus als erwachsenen Deckenventilator bezeichnen kann. Und jetzt kommen wir persönlich zu meinem Lieblingsmodell. Denn schön, ne? Im Schlafzimmer oder Wohnzimmer, ja, da hat man ja nicht nur das Bedürfnis nach frischer Luft, sondern auch ab und zu mal nach Licht. Und hier haben wir einen 2-in-1 Deckenventilator, wie er schöner nicht sein könnte. So kennt man ihn aus den südlichen Ländern, ne? Ja, ein Stück weit, oder? Das hat so ein bisschen Südstaaten-Charme, sage ich immer mit dazu. Mit diesen tollen Holzflügen, das ist echtes Holz natürlich. Wir haben hier also eine Milchglasscheibe für die Beleuchtung mit dabei, die Sie natürlich jederzeit anpassen können. Und hier eine sehr schöne Metallkorpus, ausgesprochen robust und stabil gemacht in dieser tollen Edelstahloptik, in dieser echt matten Edelstahloptik. Wunderschön gemacht, natürlich die Flügel entsprechend verschraubt, 5 Stück an der Zahl und das ist jetzt schon mal ein richtig ausgewachsener Deckenventilator, der natürlich zu Hause auch als adäquater Ersatz mal für die Deckenbeleuchtung herhalten kann. Das heißt, du nimmst die klassische Deckenbeleuchtung, das große Licht, wie man immer so schön sagt, ganz einfach runter und schließt jetzt hier mit 1-2 Handgriffen über die Lüsterklemme das Ganze an, schraubst es an der Decke fest. Und dann kann es auch schon losgehen. Das Schöne ist, Sie können natürlich hier jederzeit die Ventilatoren stufen. Und Sie haben auch hier bis zu 3 Geschwindigkeiten, bis zu 260 Umdrehungen pro Minute. Ui. Da kommt schon ganz schön ordentlich Luftauslass dann von der Decke runter, wenn Sie das möchten, einstellen. Oder aber eben nur die Beleuchtung oder eben beides zusammen. Und ich rate Ihnen hier bei so einem Deckenventilator, den Sie fest installieren als Alternative zu einer klassischen Deckenbeleuchtung, nutzen Sie den bitte gelegentlich auch mal im Winter. Mhm. Denn der hat nicht nur einen Vorwärtsgang, der kann sich auch gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das kann man hier sehr schön einstellen. Ja. Das hilft Ihnen ein Stück weit bei der Heizungsperiode, um ein paar Heizkosten zu sparen. Was im ersten Moment sicherlich für den einen oder anderen etwas seltsam klingt, ist rein physikalisch belegbar. Das heißt, Sie haben jetzt hier quasi, wir alle wissen, dass warme Luft nach oben steigt. Und wenn der Ventilator in die andere Richtung dreht, dann zieht der quasi die warme Luft ein bisschen schneller nach oben. Vermischt natürlich die etwas kühlere Luft mit der etwas wärmeren Luft. Das bedeutet, die Heizungsluft, die Sie von Ihren Heizkörpern bekommen, wird jetzt hier deutlich schneller im Raum verteilt. Und damit kann man einiges an Heizkosten sparen. Das lässt sich tatsächlich sogar empirisch messen, wenn man das möchte. Mhm. Eine ganz interessante Variante. Ich finde aber unabhängig davon, von den Möglichkeiten, hier Geld zu sparen, ist es im Sommer eine tolle, angenehme Möglichkeit, richtig edel und schick aufgrund der Materialauswahl, aufgrund der Farbgestaltung hier, ein sehr schönes Designerstück im heimischen Wohnzimmer oder im heimischen Schlafzimmer integrieren. Gleichzeitig hat man natürlich die Kühlfunktion und im Winter eben die Möglichkeit, hier ganz einfach mal die Heizungsluft ein Stück weit zu verteilen. Also eine ganz tolle Variante, mir gefällt er ebenfalls richtig gut und ich behaupte mal, an keiner anderen Stelle wirst du den für unter 86 Euro bekommen. Wir haben eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, liegt bei knapp 180 Euro und selbst das halte ich noch für einen sehr, sehr günstigen Preis für die Materialauswahl und für die Möglichkeiten, die ich damit habe.
Das stimmt, das ist wirklich ein ganz toller Preis. Also allein so eine gute Lampe, ne, im Baumarkt oder im Lampenfachgeschäft, ja, kostet ja schon ungefähr so um die 80, 90 Euro. Aber hier hast du Ventilator plus Lampe. Schönes und Spaß Teil, ne? Im Winter sogar noch Heizkosten. Und das sind wirklich tolle Materialien. Holz, schön, ne? Gebürsteltes Edelstahl, dann natürlich hier der Lampenkopf ist aus so einem Milchglas. Also ganz toll die Verarbeitung, nichts geklebt, ja, sondern ganz toll verschraubt. Also garantiert natürlich auch eine Langlebigkeit. Also wer hier nicht zugreift, weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich etwas, wo ich sagen kann, da kann ich also wirklich nur zur Eile ermahnen. Das ist ein gerne gewählter Deckenventilator, weil unsere Kunden natürlich auch ein Stück weit ein Auge dafür haben, wie das Ganze dann bei Ihnen zu Hause aussieht. Sie werden ihn unter der Wohnzimmerdecke, unter der Schlafzimmerdecke oder dort, wo Sie natürlich möchten, fest installieren. Und das hat natürlich auch einen absoluten Designansatz, hat einen richtigen Designcharakter. Und wie Anne das gerade schon richtig sagte, von der Auswahl der Materialien, dieser wunderschöne Metallkorpus in dieser Edelstahloptik, die verschraubten Flügel hier wunderschön gemacht, diese tolle Holzfarbe natürlich und auch das Milchglas für die Beleuchtung, ja, gibt eine sehr, sehr angenehme, eine sehr gemütliche Atmosphäre, wie ich persönlich finde, und trotzdem gleichzeitig eine angenehm kühle Brise. Und du kannst es auch separat schalten, ne? Entweder nur Licht oder nur Ventilation, richtig, oder beides. Genau. Das finde ich eben das Tolle, weil häufig gibt es Ventilatoren, da musst du dann auch tagsüber, wenn du den Ventilator benutzen willst, musst du dann auch dein Licht einschalten. Das ist ja hier nicht der Fall. Also das ist wirklich sehr, sehr clever durchdacht. Ja. Tolle Materialien. Also für 85 Euro machen Sie alles richtig, wenn Sie jetzt ans Telefon gehen. Und auch der Haushaltsgerätetest hat diesen Deckenventilator getestet. Schauen Sie mal, 4,5 von 5 Sterne mit dem Fazit. Überzeugend durch Ihre elegante Optik und eine sehr gute Funktionalität, kann ich nur so bestätigen. Und auch absolut, der ist flüsterleise, ne? Das kommt noch dazu. Also wenn ich mir das hier mal anschaue, die Werte hier, 45 Dezibel. Ich glaube, eine normale Raumlautstärke, wenn du einfach nur in einem Raum stehst, kein Mensch etwas sagt, kein Fernsehgerät an ist, kein Surren von irgendeinem elektronischen Gerät, bist du schon bei über 50 Dezibel, also 52, 53 Dezibel. Der ist leiser als das, was man in einem Raum hört, wo man eigentlich gar nichts hören sollte. Sie werden ihn gar nicht wahrnehmen. Das Einzige, was Sie wahrnehmen, ist diese angenehme, kühle Brise. Und wenn Sie zur Decke schauen, wenn Sie sagen, ja, für das Geld war das genau die richtige Entscheidung. Seien Sie bitte schnell. Wie gesagt, den hat man häufiger schon ausverkauft. Ich finde ihn selber wunderschön. Ich ziehe um, ich denke auch schon drüber nach, mir den in meinem neuen Wohnzimmer ganz einfach mal unter die Decke zu hängen. Kollege Ralf Jansen steht drauf. Ja? Ich finde ja auch ganz toll. Also der sieht optisch so edel aus, so schick, wie wir es ja auch von der Fachpresse gehört haben. Da wurde der auch getestet und ich finde für den Preis, also was Besseres kann dir nicht passieren. Und wenn Sie auch so ein bisschen empfindlich reagieren auf Klimaanlagen, ne, wenn Sie sagen, nee, sowas kommt mir nicht in die Wohnung, erst recht nicht ins Schlafzimmer, dann ist das natürlich auch eine tolle Alternative. Und im Winter können Sie auch sogar noch Stromkosten sparen, weil man hat den ja auch im Winterbetrieb, kann man den nutzen, um dann die warme Heizungsluft natürlich hier perfekt zu verteilen. Ganz kurz noch, der ist natürlich fernbedienbar. Eine Fernbedienung ist dabei. Ach super, ne? Das ist natürlich toll. Also ist er eben an alles gedacht. Und wir haben noch einen brandneuen Ventilator. Ja. Das ist derzeit unser Bestseller. Der ist jetzt so ein bisschen moderner. Der andere war sehr, sehr edel, ne? Klassisch. Und der ist schon dann doch ein bisschen moderner. Ja, ein wunderschönes Teil. Ein Objekt der Begierde auch an anderer Stelle. Und ich habe natürlich auch mal so ein bisschen geschaut. Ich bin genauso Mensch wie Sie auch. Das heißt, ich gehe einkaufen, ich schaue mich mal ein Stück weit um in Dekogeschäften, in Möbelgeschäften. Gucke ich immer ganz gerne mal, wo geht der Trend denn eigentlich hin? Und gerade diese Kombination aus Deckenventilator und Beleuchtung ist momentan ganz, ganz schwer aktuell und angesagt. Wir schalten das kleine Kerlchen mal ein. Mhm. 30 cm Rotordurchmesser und alleine schon der Ventilator an sich ist Spitzenklasse. Drei verschiedene Geschwindigkeiten haben Sie hier. Das heißt, Sie können für eine frische, angenehme Brise sorgen, wann immer Sie das möchten. Ihnen fällt aber auch auf, und das kann ich zu- oder abschalten, wenn ich das möchte. Ich schalte es mal eben aus. Jetzt schalte ich es mal wieder an, dass Sie hier gleichzeitig auch eine Oszillation zuschalten können. Das bedeutet, diese angenehme, kühle Luft, die normalerweise so etwas konisch, das heißt etwas auseinanderlaufend von der Decke nach unten sich im ganzen Raum verteilt, wird jetzt hier nicht nur an eine bestimmte Position, verteilt auf 2-3 Meter in der Raummitte zum Beispiel, abgegeben, sondern hier um 360 Grad im kompletten Raum verteilt. Und Sie haben es gerade gesehen, das läuft jetzt hier im Uhrzeigersinn. Schalte ihn nochmal aus und nochmal an. Das Ganze geht natürlich auch entsprechend in die andere Richtung. Das heißt, du kannst es jederzeit einstellen. Das mache ich übrigens hier mit der mitgelieferten Fernbedienung. So weit, so gut. Aber selbstverständlich haben wir hier noch eine weitere Zusatzfunktion. Denn wir reden hier von einem Deckenventilator in Kombination mit einem Deckenlicht. Und da möchte ich Ihnen auch ganz gerne mal ein bisschen was zeigen. Sehen Sie das hier? Moment. Oh.
Das sieht ja, ja schick aus. Das ist ein richtig schönes, wow, du kannst die Farben sogar ändern, ja, ne? Die Farbtemperatur, also kalt, weiß, warm, weiß. Ja, wir zeigen wow das gleich mal im Studio. Zeige Ihnen aber erstmal, wie edel dieses wunderschöne, diese wunderschöne 2-in-1-Lösung hier bei Ihnen zu Hause aussehen kann. Ich behaupte, egal ob modern eingerichtet oder etwas rustikaler, mhm, es passt in jeden Einrichtungsstil hinein. Also eine ganz tolle Variante. Vor allen Dingen, du hast drei verschiedene Farbtemperaturen. Nochmal, drei verschiedene Geschwindigkeiten für den Ventilator. Mit oder ohne Oszillation kannst du dir aussuchen. Jetzt haben wir hier ganz einfach mal dieses sogenannte Warmweiß. Das ist schon wunderschön gemacht, eine sehr harmonische Farbe, die wir haben. Ja. Wir können die Farbtemperatur aber auch jederzeit wechseln. Schauen Sie mal hier. Ja? Über eine normale wow Lichtfunktion bis hin zu einem Tageslicht. Das heißt, manchmal möchte man vielleicht dann doch zu Hause mal ein bisschen durchwischen. Da braucht man mal ein vernünftiges Licht, gerade so in den Herbst hinein, in den Winter hinein, wo das Deckenlicht, das große Licht, natürlich auch noch mal eine ganz andere Rolle spielt als in den Sommermonaten. Und wenn Sie es dann doch etwas gemütlicher haben möchten, dann nehmen Sie ganz einfach die Fernbedienung und wechseln hier mal ein Stück weit die Farbe auf eine angenehme, gemütliche Beleuchtung. Selbstverständlich ist das Ganze auch noch dimmbar, das heißt, heller und dunkler machen kannst du es auch jederzeit. Schön gemacht, ne? Guck mal hier. Wow, toll. Guck mal, also auch das Kaltweiße, wenn du mal was lesen möchtest, wenn ja du was arbeiten möchtest, Warmweiß natürlich auch, wenn du es etwas gemütlicher haben möchtest, das sieht ja unfassbar edel aus. Wow, sehr, schön gemacht, sehr schick. Edelstahlkorpus natürlich, das heißt ausgesprochen robust das Ganze, wird jetzt hier auch als Alternative zur Deckenbeleuchtung herangezogen. Und du kannst es natürlich auch mit dem Lichtschalter ein- und ausschalten. Und wir haben noch mal eine zusätzliche Funktion integriert. Und das hat meines Erachtens keiner der Deckenventilator-Beleuchtungskombinationen, die ich in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe. Du hast eine Memory-Funktion. Das heißt, du kannst deine beliebteste oder die beliebteste Einstellung, die du haben möchtest, zum Beispiel die kleinste Ventilator-Funktion mit dem Warmweiß der Deckenbeleuchtung als Farbe, jederzeit einstellen, ja, so einstellen, dass dann, wenn du den Lichtschalter betätigst, das automatisch diese Funktion angeht. Sie können es auch, und das zeige ich Ihnen mal gerade hier, jederzeit auch ganz einfach nur als Deckenbeleuchtung nehmen. Ich habe den Ventilator jetzt ausgeschaltet, das hat ganz bequem über die Fernbedienung. Können Sie zu Hause ausmachen, wenn Sie es so programmieren, dass Sie sagen, ich mache den Lichtschalter ein, dann geht das Licht an, aber der Ventilator soll ausbleiben. Den möchte ich gerne zuschalten, wann immer ich das möchte. Ja, dann machen Sie das ganz einfach über den Lichtschalter zu Hause, der Rest wird über die Fernbedienung geregelt. Also machen Sie es so, wie Sie es halten möchten. Das ist denkbar einfach und schnell gemacht. Aber ich finde, im Allgemeinen sieht das Kärtchen wirklich fantastisch aus, oder? Gemütlich. Ich mag dieses Warmweiß. Man muss sich ja theoretisch auch nicht entscheiden. Den kleinen für unterwegs, den holzfarbenen vielleicht fürs Wohnzimmer, richtig, den vielleicht fürs Schlafzimmer. Ja, das können Sie ja handhaben, wie Sie wollen. Bei dem Preis schon so bei 113 Euro. Es ist auch hier wieder ein tolles Ganzjahresprodukt. Und wir hören gerade, es ist jetzt schon begrenzt. Auch der ist schon wieder heute sehr, sehr beliebt und nachgefragt. Ist natürlich auch sehr komfortabel. Du kannst mit der Fernbedienung steuern. Das hat für mich immer so ein Stück weit wirklich was von Urlaub, von einem Luxushotel. Absolut, ja, absolut. Ja. Sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen sind hier die edlen Materialien ganz entscheidend. Also wir haben hier wirklich einen stabilen Edelstahlkorpus. Das heißt, die 2-in-1-Lösung ist ausgesprochen robust. Diese hochwertigen Kunststofflösungen hier für den Ventilator in drei verschiedenen Stufen zuschaltbar. Modernste LED-Beleuchtung in der Farbgebung von Warmweiß bis zu einem etwas helleren Kaltweiß, also in der Tageslicht- und in der Normalvariante einschaltbar. Nachtlichtfunktion hatte auch noch, wäre noch eine vierte Funktion. Ganz toll in der Kombination mit Oszillation, das heißt mit der Verteilung der angenehm kühlen Luft im Raum oder eben ohne. Beides zusammenzuschalten als Ventilator plus Deckenbeleuchtung oder nur die Deckenbeleuchtung oder nur der Ventilator. Das habe ich für einen Preis von 113,99 €, also knapp 114 Euro, noch nicht wirklich gesehen. 150, 160 Euro, das Preisgefüge an vielen anderen Stellen. Ich muss zugeben, die Geräte habe ich mir gar nicht mehr großartig angeschaut. Da kann ich zur Qualität gar nicht wirklich was sagen. Aber diese Qualität jetzt hier für noch nicht mal 114 Euro ist Spitzenklasse. Hier gibt der Hersteller eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 200 Euro raus. Also wirklich schon eine ganz, ganz tolle Geschichte, eine unglaubliche Preisersparnis und meines Erachtens zu Recht momentan ein absoluter Kassenschlager, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit. Bitte, natürlich hat man das jetzt ebenfalls, wie wir das gerade bei dem Holzventilator auch schon angesprochen haben, im Winter auch nochmal die Möglichkeit, die warme Heizungsluft wesentlich schneller im Raum zu verteilen. Das spart natürlich auch bei diesem Gerät hier ohne weiteres dann mal den ein oder anderen Euro an Heizkosten. Ja, und da ist natürlich so eine Anschaffung dann auch relativ schnell amortisiert. Ich behaupte, ein, zwei Jahre mal einfach clever und sinnvoll eingesetzt, hat sich die Anschaffung für Sie wahrscheinlich auch schon wieder gelohnt. Eine ganz tolle Geschichte, gefällt mir sehr gut und ist natürlich auch noch sinnvoll, wenn man es mal rein sachlich betrachtet. Und heute schon wieder sehr, sehr stark nachgefragt. Greifen Sie jetzt zu, die Bestellnummer ist die NX6438 und die 569, auch den hört man kaum. Also es ist wirklich ganz toll. Ja. Man kann eben auch mal gemütlich dabei ein Buch lesen oder nachts schlummern, ohne leiden zu müssen, ohne schwitzen zu müssen. Und es soll ja, wie gesagt, auch jetzt nochmal richtig heiß werden. Der Sommer
dauert ja noch ein paar Wochen an. Also es lohnt sich hier definitiv. Sind ja auch tolle Ganzjahresprodukte. Rufen Sie jetzt an 0800 51 51 3x4.